So Leute, nochmal ein kurzes Infovideo für euch. Auf jeden Fall haben mich sehr viele in den Kommentaren ja darauf hingewiesen, dass anscheinend eine Aufgabe verbuggt sein sollte. Und zwar war die Besuch eine Risszone und seinen Top 10, meine ich. Ja, genau, doch. Und die ist anscheinend nicht mehr verbuggt. Bei den meisten ist sie, glaube ich, noch verbuggt. Falls sie noch bei euch verbuggt sein sollte, wartet einfach einen Tag und probiert sie dann. Ihr habt ja hier noch 21 Tage, also die komplette restliche Season 10. Habt ihr noch dafür Zeit, das Ganze zu machen. Und ja, wie gesagt, einfach warten und dann nochmal probieren. Oder mal das Spiel neu starten, wenn ihr die Aufgabe schon abgeschlossen habt eigentlich, aber das Ganze nicht zählt. Einfach mal das Game neu starten, dann solltet ihr die Aufgabe eigentlich als geschafft angezeigt bekommen. Und bei der Verbraucher instabile Sofortgegenstände mit verschiedenen Effekten, die Aufgabe werde ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz zeigen. Da haben auch ein paar Leute in den Kommentaren mich darauf hingewiesen, dass sie das nicht wissen. Ich werde dazu jetzt noch ein kleines Video für euch raushauen, hier um 21 Uhr, damit ihr auch da Bescheid wisst, wie das Ganze funktioniert. Und dann würde ich sagen, springen wir mal direkt in eine Runde rein. Ihr müsst auf jeden Fall ganz genau hier unten landen, denn hier befinden sich die ganzen, ja, instabilen Sofortgegenstände. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Aufgabe jetzt hier schaffe, aber ihr müsst auf jeden Fall verschiedene Arten davon nehmen. Das heißt, ihr müsst einmal einen Stein nehmen, dann müsst ihr einmal hier, bitte töte mich nicht, eine Kokosnuss nehmen. Dann müsst ihr halt einen Apfel nehmen und danach müsst ihr einen Pilz nehmen. Also je nachdem, was da verfügbar ist, auf jeden Fall vier verschiedene Sachen. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Informationsvideo helfen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.